Okango, Häuptling, erschlagen. Magundwa, Häuptling, erschlagen. Ekunya, Häuptling, erschlagen. Monjangu, Mann, erschossen. Ekumba, Mann, Jili, erschossen. Frau, erschossen. Ekaya, Lekoka, Mann, Mann, erschossen. Im Gefängnis erhängt. Umpuloko, Von Tembe, Mädchen, Mann, erschossen. Erschossen. Biembaka, Italia Uso, Mann, Mann, erschossen. Erschossen. Ifuloko Zambe, Lekoka, Mann, Junge, erschossen. Erschossen. Majam, Feka, Mann, Mädchen, erschossen. Erschossen. Ein Land im Herzen Afrikas, die Demokratische Republik Kongo. Ein riesiges, üppiges Land, voller Reichtümer. Elfenbein, Kautschuk, Kupfer, Gold, Uran, Kaffee, Erze und Diamanten. Große Schätze, die dazu geführt haben, dass das Land und seine Menschen eine schreckliche Geschichte von Gier und Gewalt erleiden mussten. Lange hieß das Land Zaire, beherrscht von einem Diktator, Joseph Mobutu, bekannt als Gastgeber des Rumble in the Jungle, aber auch als ruchloser Krimineller, der sein Land aller Hoffnung beraubt hat. Der Kongo könnte der Stolz ganz Afrikas sein. Er ist 6-mal so groß wie die Bundesrepublik und seine Flüsse könnten Elektrizität produzieren, die den gesamten afrikanischen Kontinent erhält. Tatsächlich aber gehören die Menschen hier zu den ärmsten der Welt. Und nirgendwo sterben so viele eines unnatürlichen Todes. 100 Jahre lang haben Gier, Plünderei und Terror den Kongo beherrscht. Das Erbe eines Mannes, der selbst nie einen Fuß in das Land oben am Fluss gesetzt hat. König Leopold II. Von Belgien. Ich bin im Kongo zur Schule gegangen. Man hat uns beigebracht, dass König Leopold der Wohltäter des Kongo war, weil er sein ganzes persönliches Vermögen für uns Kongolesen geopfert hat. Ich bin von 1949 bis 1969 zur Schule gegangen. Und ich habe nie ein Wort über die Ungerechtigkeiten und die Knechtung durch die Kolonialmacht gehört. Immer wieder hat man Länder so kolonialisiert. Das ist natürlich keine Entschuldigung.1865 besteigt Leopold den belgischen Thron. Er erbt ein Land kleiner als Nordrhein-Westfalen, eingekeilt zwischen Frankreich und der aufstrebenden Macht Deutschland. Auf der anderen Seite des Kanals herrscht seine Cousine, Königin Victoria, über Großbritannien, das mächtigste Reich der Zeit. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bewegt Europa sich im Eiltempo auf das moderne Zeitalter zu. Eine Zeit immensen wirtschaftlichen Wachstums, das auch persönlichen Reichtum bedeutet, wenn man an der richtigen Stelle sitzt. Alle füllen sich die Taschen. Und auch Leopold will ein Stück vom Kuchen haben, bevor er gegessen ist. Leopold II. Ist besessen von dem Gedanken, sich eine Kolonie anzueignen. Er wünscht sich pompöse Städte mit langen Prachtstraßen wie London, Paris und die anderen Hauptstädte, sie bereits haben.
Eine Kolonie, so meint er, könnte alle seine Träume finanzieren. Aber zu welchem Preis? 1838 hat Großbritannien die Sklaverei in seinem Empire abgeschafft. Bis 1870 sind die meisten überseeischen Territorien unter Leopolds europäischen Rivalen aufgeteilt. Nur Afrika ist noch übrig. Die meisten Länder des Kontinents haben zu dieser Zeit noch eingeborene Regierungen. Es kann noch erobert werden. Oder wie Leopold sagt, beschützt werden. The event that captured Leopold's attention. Von 1874 bis 1877 durchquert Henry Morton Stanley Afrika. Diese spektakuläre Expedition fasziniert Leopold. Er liest alles darüber in den Zeitungen. Stanley ist ein berühmter Forscher. Als erster Weißer bereist er den Flusslauf des Kongo. Die brutale Expedition kostet seine drei weißen Begleiter und mehr als 200 der afrikanischen Träger das Leben. Wir haben 28 große Orte und Dutzende von Dörfern zerstört. Ich wünschte, ich fände einen wohlhabenden Menschenfreund, um den Handel mit Zentralafrika voranzutreiben. Der steht schon bereit. Und Stanley kommt ihm wie gerufen. Leopold braucht eine humanitäre Fassade für seinen Beutezug, seine Kolonie. Er gibt Stanley einen 5-Jahres-Vertrag, offiziell für eine wissenschaftliche Expedition. Das Jahresgehalt beläuft sich nach heutigem Wert auf etwa 250.000 Dollar. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem Profit, den Leopold machen wird. Stanley hatte den Auftrag, entlang des Kongo Handelsstationen zu schaffen, die die Ost- mit der Westküste verbinden sollten. Er errichtet die Stationen und baut eine Straße an den Stromschnellen des Kongo, Wegbereiter für eine Eisenbahnlinie. Die Landkarte des Kongo heute zeigt, dass sich seit der Kolonialzeit nicht viel verändert hat. Es gibt nach wie vor die Verbindungslinien zwischen der Ostküste und dem Westen Matadi. Die ganze Infrastruktur war darauf ausgerichtet, Waren zu verschiffen und nicht den Kongo selbst zu einer Industriemacht zu machen. Hollywood hat Stanley als den unerschrockenen Forscher glorifiziert, aber er hat nichts geschaffen. Er war ein ungebetener Gast und hat den Grundstein für die Zerstörung der Gesellschaft gelegt. Stanley wurde von König Leopold geschickt, um den Kongo zu entdecken. Und wie er uns entdeckt hat. Unsere Brüder haben damals auch gleich seine Soldaten gesehen. Wie man Menschen zur Arbeit zwingt? Nun, mit Gewalt. Am besten kriegt man sie mit Eisen klein. Denn so verletzt und verunstaltet man sie nicht. Aber sie empfinden Scham und Unbehagen. Jahrhundertelang haben Sklavenjäger hier gewütet. Sie haben die Stämme dezimiert, die gesellschaftlichen Strukturen zerstört. Nichts mehr kann die Menschen vor Leopolds Truppen schützen. Elfenbein, begehrtes Kleinod der Zeit. Exotisch und sehr teuer. Leopold riecht den Profit und will so viel wie möglich davon haben. Ich wünsche, dass Sie alles Elfenbein, dessen Sie im Kongo habhaft werden können, aufkaufen.
Inzwischen hat Stanley eine starke Privatarmee aufgestellt, die später berüchtigte Force Publique. Ausgerüstet mit Tausenden von Gewehren und Kanonen ziehen sie durch das Land, schießen Elefanten, kaufen Dorfbewohnern Stoßzähne ab. Oder nehmen sie ihnen einfach weg. Kaufen Sie schnellstens alles Land, das Sie bekommen können. Von der Mündung des Kongo bis nach Stanley Falls. Ich schicke Ihnen mehr Leute und mehr Ausrüstung. Wie wäre es mit chinesischen Kulis? Leopold stellt die Kolonialisierung als menschenfreundlichen Akt dar. Leopold, der Erlöser der Wilden. In Wirklichkeit sucht er unter dem Deckmantel von Nächstenliebe und Wohltätigkeit nur seinen Vorteil. Oft gibt er seinen Gesellschaften irreführende Namen. Er befiehlt Stanley, gehen Sie Schritt für Schritt vor. Jedes Mal, wenn Sie auf einen eingeborenen Häuptling stoßen, lassen Sie ihn einen Vertrag unterzeichnen. Reisen Sie unter der Flagge des unabhängigen Staates, nicht unter belgischer. Niemals hätten die Häuptlinge freiwillig ihr Land abgegeben. Aber da sie keine Schrift kennen, haben sie keine Ahnung, was sie unterschreiben. Gegen Kleidung, billigen Schmuck und Gin verlieren sie das Recht an ihrem Land, ihren Flüssen, den Wildtieren und den Bodenschätzen. Sie verlieren alles. Stanley sammelte Hunderte von Verträgen. Die Häuptlinge haben uns ganze Gebiete abgetreten. Wir haben daraus unabhängige Staaten gemacht. Die neue Flagge des Kongo hat einen goldenen Stern. Er soll das Licht der Zivilisation im Dunkel Afrikas symbolisieren. Bald weht sie über einem Gebiet 76 Mal so groß wie Belgien. Mehr als 1,5 Millionen Quadratkilometer sind jetzt König Leopolds Privatbesitz. Es kommt überhaupt nicht in Frage, den Negern politische Macht zu geben. Das wäre absurd. Die Weißen, die die Stationen leiten, behalten alle Macht. Leopold hat sich ein Handelsmonopol geschaffen. Auch wenn er immer noch behauptet, Afrika für den Freihandel zu öffnen und keine eigenen wirtschaftlichen Interessen zu verfolgen. Mittlerweile befinden wir uns in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Für Amerika eine Zeit wachsenden Wohlstands. Das Land wird immer stärker industrialisiert. Bald würde man das alte Europa überflügeln und eigene Kolonialansprüche stellen können. Leopold hat einen Blick für diese Entwicklung und lässt auch in den USA die Werbetrommel rühren für seine angeblich humanitäre Sache. Das nennt man Schönreden. Leopold war ein Meister darin. Er könnte den Pressestellen unserer Tabakkonzerne noch einiges beibringen. Er überzeugte amerikanische Politiker davon, dass er den Sklavenhandel in Afrika endgültig beenden wollte. Der König will unter anderem eine Kette von Herbergen für Reisende und Forscher schaffen. Sie sollen zu Treffpunkten werden. Amerika fällt auf Leopolds schöne Reden herein. 1884 erkennen die USA Leopolds Anspruch auf den Kongo an. Bei der Kongo-Konferenz in Berlin 1885 folgen andere Nationen. Alle glauben damit, den Weg für eine internationale Freihandelszone zu bereiten. In Wirklichkeit aber geben sie Leopold alles, was er will. Nur Bismarck hat Bedenken, nennt das Ganze einen Schwindel. 1885 gibt Leopold seinem Privatstaat den Namen Freistaat Kongo. Kein Afrikaner ist dazu gefragt worden. Alles im Freistaat Kongo
gehört dem König. Die Wälder, die Tiere, das Gemüse von den Feldern bekommen die Soldaten. Leopold ist Herrscher über Leben und Tod. Da er selbst nicht die Mittel hat, das gesamte Gebiet auszubeuten, schließt er Verträge mit privaten Investoren. Leopold behält jedoch mindestens 50% Anteile und kassiert nun auch noch jede Menge Steuern und Bearbeitungsgebühren. Leopold ist sehr gerissen. Immer wenn es für ihn finanziell eng wird, versammelt er seine Bankerfreunde, Firmenchefs, die Rothschilds und so weiter um sich und überschreibt ihnen weitere Konzessionen. Mit anderen Worten, er gibt ihnen Land, das sie wirtschaftlich ausbeuten können. Den großen Batzen aber behält Leopold für sich. Die Teilnehmer an der Berliner Konferenz sind so überzeugt, dass sie Leopold sogar eine Eisenbahn finanzieren, damit seine Truppen mobil sind im Kampf gegen den Sklavenhandel. Das belgische Parlament gewährt dem König einen massiven Entwicklungskredit. Im Gegenzug verspricht Leopold, den Kongo nach seinem Tod an den belgischen Staat zu übergeben. Der Kredit war übrigens zinslos. Nachdem Stanley gekommen ist, haben sie die Eisenbahn gebaut. So viele unserer Vorfahren sind gestorben. Sie starben, weil sie die Steine von Hand brechen mussten. Sie mussten Löcher in den Stein brechen, um den Sprengstoff zu deponieren. Stanley selbst zerschlägt Felsbrocken mit dem Vorschlaghammer. Die Eingeborenen nennen ihn Bula Matadi, den Felsbrecher. Bald bekommt der Name aber auch eine negative Bedeutung. Es war sehr schwierig, die Eisenbahn zu bauen. Viele Menschen starben, vor allem Kongolesen, aber auch Weiße. Die Eingeborenen benutzten den Begriff Bula Matadi, Steine brechen, auch für die brutalen Methoden, mit denen jeder Widerstand gebrochen wurde. George Washington Williams, ein schwarzer amerikanischer Anwalt, Journalist und Prediger, hört von König Leopolds angeblich so mildtätigen Werken im Kongo. Er ist begeistert und rät, schwarze Amerikaner zur Arbeit in den Kongo zu entsenden. 1890 bereist er schließlich selbst 6 Monate lang den Kongo. Zu seinem Entsetzen findet er nicht, wie er träumt, eine Kolonie unter milder Regentschaft vor. Stattdessen sieht er Folter, Missbrauch und Mord. Zurück in Amerika dokumentiert Williams die Grausamkeiten, die er erlebt hat. Ich beschuldige die Beamten des Königs der Tyrannei und die Regierung maßloser Gewalt. Ochsenketten graben sich in die Nacken der Gefangenen und Fliegen umkreisen die Wunden. Die Gerichte sind unfähig, ungerecht und verbrecherisch. Keiner der Beamten spricht die Sprache der Eingeborenen. Die Regierung Ihrer Majestät betreibt Sklavenhandel, Groß- und Einzelhandel.
Der New York Herald widmet Williams offenem Brief eine Kolumne, die auch in Europa für Furore sorgt. Die Vereinigten Staaten tragen in diesem Fall eine besondere Verantwortung, da sie dieser Regierung auf die internationale Bühne geholfen haben. Williams ist der Erste, der über die Gräuel spricht. Andere vor ihm haben es vorgezogen zu schweigen. Williams prägt einen Begriff, mit dem er den Nürnberger Prozessen fast ein halbes Jahrhundert voraus ist. Leopolds Regierung des Kongo hat Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Leopold weist die Beschuldigungen mit leichter Hand zurück. Der Kongo ist wirklich kein Geschäft. Und wenn wir Elfenbein von dort veräußern, so nur um das Staatsdefizit zu mindern. Wir haben es dort mit einer Rasse zu tun, die über tausende von Jahren Kannibalen waren. Da ist es unerlässlich, Methoden anzuwenden, die sie aus ihrer Trägheit aufrütteln und ihnen die heilige Pflicht der Arbeit nahebringen. Die Belgier waren gekommen, um die Zivilisation zu bringen. Dazu gehörte auch, den Kongolesen die richtige Arbeitsmoral zu vermitteln. Gut, es war Sklavenarbeit. Aber damals wie heute hieß es doch sowieso, dass Afrikaner faul sind. Man machte Witze darüber. Aber wenn jemand meinte, dass ein Weißer wirklich hart arbeitete, dann sagte er, der Kerl arbeitet wie ein Neger. Das heißt, den Leuten war eigentlich schon klar, dass die Afrikaner harte Sklavenarbeit verrichten mussten. Bedauernswerte beladene Bestien mit dünnen Affenbeinchen. Die Augen weit aufgerissen versuchen sie, ihr Gleichgewicht zu halten. Sind sie doch vor Erschöpfung wie benommen. Wie sich die Beamten so menschenverachtend verhalten konnten? Nun, für sie waren die Afrikaner keine Menschen. Das Foltergerät des sanktionierten Terrors ist die Chicotte, eine Peitsche aus getrockneter Nilpferdhaut, zu langen, scharfkantigen Streifen geschnitten. Die Schläge hinterlassen Wunden. 25 Hiebe machen das Opfer bewusstlos, 100 sind oft tödlich. Die Chicotte wird zum Symbol für Leopolds weiße Schreckensherrschaft, zusammen mit dem Dampfschiff und dem Gewehr. Leopolds Überwachungssystem basiert auf der brutalen Macht des Militärs. Leopolds Armee, die Force Publique, ist Ende des 19. Jahrhunderts mehr als 19.000 Mann stark. Wie man Kongolesen dazu brachte, so brutal gegen die eigenen Leute vorzugehen? Nun, Leopolds Privatarmee setzte die einheimischen Soldaten weit weg von ihren Heimatorten ein. Trotzdem gab es Meutereien und auch Widerstand in der Bevölkerung. Aus Erzählungen weiß ich von vielen, die rebelliert haben. Kein Wunder. Die Eingeborenen wurden wie Tiere behandelt. Einer der Anführer, ein Häuptling namens Nsanzu, tötet Staatsbeamte und zerstört ihre Niederlassung. Eine schwedische Baptistenmission hingegen verschont er. Um die Bevölkerung weiter unter der Knute zu halten und den Widerstand zu brechen, lässt Leopold Waisenkinder aufziehen,
die sich nur dem Staat verpflichtet fühlen. Wir sollten 3 Kinderkolonien einrichten. So können wir Kinder für unsere Armee rekrutieren. Nach ihren mörderischen Überfällen nehmen die Soldaten der Forstpublik überlebende Kinder mit und bringen sie in die Kinderkolonien. Hier gibt es die einzigen vom Staat finanzierten Schulen des Landes. Wer überlebt, wird Teil von Leopolds Armee. Aber viele sterben vorher. Viele der kleinen Mädchen, die kamen, waren so krank, dass wir sie nicht retten konnten. Aber allen wurde das Glück der Taufe gewährt. Und jetzt sind sie kleine Engel im Himmel und beten für unseren großen König. Um die Jahrhundertwende explodiert die weltweite Nachfrage nach Kautschuk. Damals fing der Siegeszug der Elektrizität an. Plötzlich wurde Gummi nicht mehr nur für Autoreifen gebraucht, sondern für die Isolierung elektrischer Kabel und Leitungen. Die Kautschukpreise schossen in die Höhe. Die Ranken des wilden Kautschuks wachsen überall im Regenwald, der die Hälfte von Leopolds Kolonie bedeckt. Seine bisherigen Investitionen im Kongo haben den König an den Rand des Ruins gebracht. Aber jetzt erwarten ihn unermesslich hohe Profite. Kautschuk war nicht so wertvoll wie Elfenbein, aber es wurde in Massen gebraucht und war bald Leopolds Haupteinnahmequelle. Wir begegneten einem Mann, der sich beim Anzapfen von Kautschukpflanzen das Rückgrat gebrochen hatte. Kautschuk ist eine Art Sirup, der sich erst verfestigen muss, bevor man ihn transportieren kann. Den Arbeitern bleibt nichts anderes übrig, als ihn auf dem eigenen Körper trocknen zu lassen. Das Abziehen des Kautschuks tut höllisch weh. Die Menschen hatten Angst vor dieser Arbeit. Niemand machte das freiwillig. Also kamen die Soldaten, griffen sie sich, fesselten ihre Hände mit Ketten und zwangen sie zum Kautschuk sammeln. In den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts beginnt dieser Kautschuk-Terror. 2 Jahrzehnte voller Mord und Wahnsinn folgen. Alle Dörfer müssen Sammelquoten erreichen. Leopold will den Profit, koste es, was es wolle. Die Kautschukzapfer werden in den Dschungel geschickt und müssen teilweise auf 30 Meter hohe Bäume klettern. Ein kleiner Schnitt an der Pflanze genügt, um sie anzuzapfen. Man kann die Ranke auch durchtrennen. Dann geht es schneller, aber die Pflanze stirbt ab. Die Arbeiter, die ihre Quote nicht schaffen, werden genauso hart bestraft wie die, die sie zwar schaffen, aber dabei die Pflanzen zerstören. Der Eingeborene sammelt nicht gerne Kautschuk. Man muss ihn dazu zwingen. Die Soldaten kommen in ein Dorf. Sie beginnen zu plündern. Sie nehmen die Hühner, das Getreide, die Ziegen. Und zum Schluss treiben sie die Frauen zusammen. Die bleiben so lange ihre Geiseln, bis die geforderte Menge an Kautschuk geliefert ist. Manchmal nehmen sie Frauen als Geiseln, andere Male Kinder oder Alte. Die Frauen, die sich wehren, werden umgebracht. Andere verhungern. Die Frauen, die wir beim letzten Kommando gefangen haben, machen mir nur Ärger. Alle Soldaten wollen eine. Die Wachen, die eigentlich auf sie aufpassen sollen, nehmen den Hübschesten die Fesseln ab und vergewaltigen sie. Lebo
Luebo war die erste presbyterianische Missionsstation. Gegründet haben sie die amerikanischen Missionare Shepard und Lapsley. Shepard war ein außerordentlich mutiger Mann und er liebte das kongolesische Volk. Er lernte sogar ihre Sprache. Sie dachten, er sei der Geist ihrer toten Kinder, zurückgekehrt von den Toten. Unsere Vorfahren haben große Qualen gelitten. Als die Missionare mit Shepard kamen, hatten die Männer hier keine Frauen mehr und keine Kinder. Man hatte sie gequält, gefoltert und umgebracht. Als dann Shepard auftauchte, konnten sie wenigstens wieder Familien gründen. Dass das Dorf überhaupt überlebt hat, haben wir Shepard zu verdanken. Er setzte sich sehr für die Rechte der Eingeborenen ein. Ihm wurde schnell klar, dass die Männer so schwach waren, weil sie immer in den Dschungel mussten, um den Kautschuk zu zapfen. Wenn sie nicht genügend Kautschuk brachten, wurden sie geschlagen, ausgepeitscht oder ihnen wurden die Hände abgehackt. Die abgehackten Hände werden zu einem weiteren Symbol für Leopolds Gewaltherrschaft über den Kongo. Der Häuptling führte uns zu einem Rost aus Stöcken. Darunter brannte ein kleines Feuer. Und da lagen lauter Hände. Ich habe sie gezählt. Es waren 81. Durch das Räuchern werden die Hände konserviert, um sie später vorzeigen zu können. Weigert sich ein Dorf, Kautschuk zu liefern, schießen die Soldaten auf alle. Manche der weißen Offiziere fordern Leichenteile als Beweis, dass die ausgegebene Munition nicht fürs Jagen benutzt oder für Meutereien zurückgehalten wurde. Gehen die Soldaten also tatsächlich einmal jagen, schneiden sie einem Unschuldigen die Hand ab, um dem Offizier etwas vorweisen zu können. Shepard war außer sich über die Gräueltaten, die die Soldaten König Leopolds begingen, wie das Abhacken der Hände. Er schrieb Artikel, um der Welt von diesen Verbrechen zu berichten. Ein Parlamentsabgeordneter in Brüssel gibt, inspiriert durch die Artikel, den monumentalen Triumphbogen Leopolds, der mit dem Geld der Kautschuk-Geschäfte finanziert wurde, den passenden Namen. Der Bogen der abgetrennten Hände. Das nahegelegene Antwerpen ist schon damals ein großes Handelszentrum. Elfenbein, Kautschuk und andere Reichtümer aus dem Kongo werden dort in großen Lagerhäusern am Hafen aufbewahrt. Eine mittelalterliche Legende besagt, dass der Antwerpener Hafen von einem Riesen kontrolliert wurde, der hohe Zölle von den einlaufenden Schiffen verlangte. Zahlte ein Kapitän nicht, hackte der Riese ihm die Hand ab und warf sie ins Wasser. Eines Tages kämpfte ein mutiger römischer Soldat gegen den Riesen. Er tötete ihn, hackte seine Hand ab und warf sie ins Wasser. Daher soll die Stadt ihren Namen haben: Handwerpen. Hände werfen. Und Hände sieht man immer noch. Überall.
In Europa wirkt Leopolds Blendwerk noch. Auch der britische Schriftsteller Joseph Conrad glaubt an Leopolds menschenfreundliche Mission im Kongo. Bis er 6 Monate als Kapitän eines Dampfschiffs den Kongo bereist. Jetzt ist er so entsetzt über die Gräuel, dass sich sein Bild von der Natur des Menschen für immer ändert. Er verarbeitet seine Erfahrungen später in dem berühmten Roman Herz der Finsternis. Marlowe, Joseph Conrads alter Ego, ist Kapitän eines Dampfschiffs auf dem Kongo. Sein Ziel ist eine Handelsstation, wo der brillante, ehrgeizige Mr. Kurtz lebt. Auf der Weltausstellung in Belgien 1897 sorgt ein Pavillon für besonderes Aufsehen. Ein lebendes Bild. 267 schwarze Männer, Frauen und Kinder, die man aus dem Kongo geholt hat, werden in eigens nachgebauten Dörfern ausgestellt. Es gibt ein Flussdorf, ein Dschungeldorf und ein zivilisiertes Dorf, in dem es auch 90 Soldaten gibt. Als Leopold sah, dass die Besucher den Afrikanern Süßigkeiten zuwarfen und die davon krank wurden, stellte er ein Schild auf. Die Schwarzen werden vom Organisationskomitee gefüttert. Während des Wettlaufs um Afrika werden enorme Mengen kongolesischer Kunst außer Landes gebracht und landen in privaten Sammlungen und Museen auf der ganzen Welt. Auf der Weltausstellung werden auch Handelsgüter des Kongo ausgestellt. Um die Jahrhundertwende ist Antwerpen bereits einer der bedeutendsten Häfen Europas. Edmund Dean Morrell ist bei einer britischen Schifffahrtsgesellschaft angestellt, die Aufträge mit dem Kongo abwickelt. Im Zuge seiner Arbeit fallen ihm große Unregelmäßigkeiten auf. Er ist entsetzt, dass riesige Mengen Elfenbein und Kautschuk aus dem Kongo nach Belgien kommen, aber keine Handelswaren als Bezahlung in den afrikanischen Staat zurückgehen. Lediglich Waffen und andere Militärgüter. Jemand muss dabei im großen Stil abkassieren, ist seine Schlussfolgerung. Die Zahlen sprechen eine eigene Sprache. Nur grauenvolle Zwangsarbeit konnte solche Profite erklären. Es ist schlimm genug, wenn man auf einen Mord stößt, aber ich stieß auf eine Geheimgesellschaft von Mördern mit einem König als Oberhalunken. Seine Einblicke in Leopolds grausames System lassen den einfachen Angestellten Morrell zu des Königs gefährlichstem Widersacher werden. Er schreibt Artikel über Leopolds Betrugssystem und nimmt den Kampf gegen das Unrecht auf. Ich war entschlossen, mein Bestes zu geben, um diese infame Zerstörung menschlichen Lebens aufzudecken und ihr ein Ende zu bereiten. So ist von einer der Konzessionsfirmen, der britisch-belgischen India Rubber and Exploration Company, dokumentiert, dass sie den Kautschuk mit einem Gewinn von 700% verkauft. Das ist nur möglich, weil das Kautschukzapfen sie praktisch nichts kostet. Aber fast 50.000 schwarze Kautschuksammler kostet es die Gesundheit.
Meistens bestrafte man sie mit 20 Peitschenhieben. Sie durften nichts essen und nichts trinken. Viele überlebten es nicht. Während die Weißen zuschlugen, sagten sie, es geschehe alles nur, um unserem Leiden ein Ende zu bereiten und uns die Zivilisation zu bringen. Das haben sie gesagt, die Belgier. Die Arbeiter müssen Metallmarken tragen, auf denen die persönlichen Sammelergebnisse eingetragen werden. Als Bezahlung gibt es mal ein Kleidungsstück, ein paar Löffel Salz, ein Messer oder auch gar nichts. ...1903 verabschiedet das britische Parlament eine Protestnote. Man wirft Belgien vor, weder den freien Handel im Kongo zu fördern, noch die Eingeborenen menschenwürdig zu behandeln. Die britische Regierung beauftragt ihren Konsul im Kongo, Roger Casement, die Vorwürfe zu untersuchen. Casement arbeitete zwar für die größte Kolonialmacht der Zeit, aber er hatte doch einen recht klaren Blick für die Ungerechtigkeiten und die Gewalt in Afrika. Am Sonntagabend brachten sie einen Mann, dessen Hand gerade abgehackt worden war. Als ich sie fragte, warum sie gerade mich um Hilfe baten und nicht damit zu ihrem Zahlmeister gegangen waren, sagten sie, zu dem Bula Matadi, aber der hat das doch getan. Eine der wenigen dokumentierten Aussagen einer Eingeborenen aus jener Zeit verdanken wir dem Amerikaner Edgar Canisius, der Suaheli beherrscht. Wir waren alle auf den Feldern. Es war Regenzeit und das Unkraut schoss in die Höhe. Eine große Gruppe Soldaten kam in unser Dorf. Sie banden uns mit Stricken an den Hälsen zusammen. Die Soldaten schlugen uns und zwangen uns mitzukommen. In einem Lager gaben sie uns Körbe mit Essen zu tragen. In einigen Körben war geräuchertes Menschenfleisch. Meine Schwester Katinga hatte ihr Baby auf dem Arm und musste keinen Korb tragen. Aber meinem Mann legten sie eine Ziege über die Schulter. Am Nachmittag lagerten wir nahe beim Fluss. Dort bekamen wir zum ersten Mal etwas zu trinken. Die Soldaten nahmen meiner Schwester das Baby weg, warfen es ins Gras und ließen es sterben. Am sechsten Tag wurden wir immer schwächer. Wir hatten so lange nichts gegessen. Mein Mann konnte nicht mehr stehen. Er weigerte sich, weiterzugehen. Ein Soldat schlug ihn mit dem Gewehr. Einer nahm die Ziege und die anderen beiden stachen mit den langen Messern, die sie an ihren Gewehren hatten, auf meinen Mann ein. Ich sah das Blut herausströmen und dann konnte ich ihn nicht mehr sehen. Denn wir waren über die Spitze eines Hügels gegangen. In
Nach 10 Tagen kamen wir an das große Wasser und sie brachten uns mit Kanus in das Sklavendorf der Weißen, nach Nyangwe. Leopold gibt sich geschockt über die Gräueltaten in seinem Herrschaftsbereich. Aber er setzt sofort zur Gegenkampagne an. Er lässt die Zeitungen schockierende Geschichten aus anderen Kolonialstaaten ausgraben. Und über den Kongo müssen sie Geschichten über Frieden und Wohlstand schreiben. Ceux qui sont au pouvoir réagissent pas beaucoup. Ils ne réagissent pas, ils couvrent. Die Mächtigen reagieren auf so etwas gar nicht. Sie vertuschen es einfach. Woher das ganze Geld stammt, sagt keiner. Leopold II. Ist Alleinherrscher. Die Zwangsarbeit geht weiter und das Land wird weiter ausgebeutet. Leopold führt einen verschwenderischen Lebensstil. Er erwirbt Besitztümer in Belgien und im Süden Frankreichs, wo er sich, so heißt es, mit jungen Mädchen vergnügt. Vorzugsweise Jungfrauen zwischen 10 und 15 Jahren. Und Morel schreibt weiter Artikel. In einer Mischung aus kontrollierter Wut und akribischer Genauigkeit. Je mehr er veröffentlicht, desto mehr Horrorgeschichten entdeckt er. Jetzt offenbaren sich ihm auch Soldaten der Force Publique und Angestellte der Konzessionsgesellschaften. Morel erhält immer häufiger geheime Befehle, vertrauliche Memos, Todeslisten, Protokolle und vor allem Fotos aus dem Kongo. »1987 verbrachte ich mehrere Monate am oberen Kongo und bereiste schon einmal die Gegenden, die ich jetzt nach 10 Jahren wieder besuche. Das Land war damals dicht besiedelt. Immer wieder traf ich auf bewohnte Orte. Inzwischen sind viele der Eingeborenen, Frauen und Männer, von der Regierung getötet oder verstümmelt worden.« Casement erstattet Bericht zu Hause in England. Aber der britische Botschafter unterdrückt die Veröffentlichung und lässt den Inhalt stark verwässern. Leopolds Gefolge behauptet, Casement habe Menschen gesehen, die an Krebs litten und denen deshalb die Hand mit einfachen Mitteln abgenommen werden musste. Ich sah sie vor mir, die verfolgten Frauen, blutig von den Peitschenhieben, die wieder und wieder auf sie niederprasselten. Die wild gewordenen Soldaten, die die Dörfer niederbrannten. Casements Erzählungen belegten, dass er vor Ort genau die Gräuel gesehen hatte, die ich, obgleich fast 8000 Kilometer entfernt, beschrieben hatte. Seine Worte waren eine große Erleichterung für mich. Es gibt keinerlei Zweifel mehr an der Praktik der Verstümmelung und des Mordes durch die Soldaten der Regierung. Wenn das so weitergeht, wird man in 30 Jahren die ganze Bevölkerung ausgelöscht haben. Ein schändliches, verabscheuungswürdiges System. Nach Jahren des Schweigens ist die öffentliche Meinung in Europa nun endlich wachgerüttelt. Die Kongo-Frage wird im britischen Unterhaus diskutiert und 1904 wird die Gesellschaft zur Reformierung des Kongo gegründet. Bei jeder Protestveranstaltung werden Fotos gezeigt, die Missionare gemacht haben.
Diese Fotos sind der endgültige Beweis und nicht mehr als Propagandalügen abzutun. Leopold wirft alles in die Waagschale und schickt eine Pseudokommission von Richtern in den Kongo, die Vorwürfe gegen ihn ausräumen sollen. Nur dieses Mal funktioniert es nicht. Obwohl Leopold selbst die Kommission zusammengestellt hat, ist die Macht der grauenhaften Zeugenaussagen zu groß. Häuptling Lontulu aus Bolima legte 100 Zweige auf den Tisch. Jeden Zweig für einen seiner Leute, die wegen des Kautschuks getötet worden sind. Männer, Frauen, Kinder. Der Bericht wird zwar nie veröffentlicht, aber er ist randvoll mit Zeugenaussagen und anderen Dokumenten, die übrigens der Öffentlichkeit bis heute nicht zugänglich sind. Und er entlarvt endgültig Leopolds Schreckensherrschaft. Das ist der Wendepunkt. Die Berichterstattung wendet sich um. Jetzt will er dem Problemvolk Kongo loswerden. Aber er will Belgien die Kolonie nicht einfach geben. Er will sie verkaufen. Belgien soll Schulden in Höhe von 110 Millionen Francs übernehmen und 45,5 Millionen Francs in Leopolds Bauvorhaben investieren. Für sich will Leopold nochmal 50 Millionen Francs als Zeichen der Dankbarkeit für seine große Aufopferung für den Kongo. Die finanziellen Forderungen des Königs werden außerdem rückdatiert. Und so wirkt die Übergabe des Kongo auf die Öffentlichkeit wie eine großzügige Schenkung. Leopolds Profit wird verschleiert. In anonymen Stiftungen und Anteilen an Konzessionsfirmen, in Liegenschaften in Brüssel und an der französischen Riviera. Leopold lässt alle Erinnerungen an den schändlichen Terror im Kongo vernichten. Die gesamten Archive des Freistaats Kongo werden verbrannt. Ich werde Ihnen meinen Kongo geben, aber Sie haben kein Recht zu wissen, was ich dort gemacht habe. Im Dezember 1909, ein Jahr nach dem Ende der Verhandlungen, stirbt Leopold II. An Darmverschluss. Ironischerweise haben seine offen gezeigte Geringschätzung für Ehefrau und Töchter und seine sexuellen Praktiken den König mehr Popularität gekostet als all die Gräueltaten, die in seinem Namen in Afrika passierten. Als er stirbt, ist er einer der reichsten Männer Europas. Dem kongolesischen Volk stahl er Reichtümer mit einem heutigen Wert von über 700 Millionen Euro. Leopold ist nie im Kongo gewesen. Die brutale Behandlung der Arbeiter wird danach etwas besser. Aber Brüssel treibt hohe Steuern von der Bevölkerung ein, sodass die Kongolesen wieder zu harter Arbeit gezwungen sind. Auf Land, das ihnen nie wieder gehören wird. Es war eine neue Form der Sklaverei. Die Kongolesen durften nicht unabhängig sein, in keinem Bereich. Politik, Wirtschaft oder Religion. Alles blieb unter europäischer, hauptsächlich belgischer Kontrolle. Geschichte ist meistens komplex, aber Leopolds Regierungssystem war eindeutig organisierte Plünderei. Die belgische Kolonialmacht machte damit weiter und das System existiert bis heute. Der Kongo ist eines der Länder Afrikas mit den größten Reichtümern. Aber die Bodenschätze werden von Fremden ausgebeutet, die damit sehr, sehr reich werden. Während der Weltkriege steigt die Nachfrage nach Kautschuk und Mineralien noch weiter an.
Die Arbeiter werden auf die gleiche Weise rekrutiert wie zu Leopolds Zeiten. Ein Anwerber kam mit der Polizei oder Soldaten zum Häuptling des Dorfes und verlangte Arbeiter. Er verlangte doppelt so viele, wie er brauchte, da die Hälfte sowieso schnell wieder davonlaufen würde. Der Häuptling suchte die aus, die er am wenigsten leiden konnte. Sie wurden in Ketten in die Provinzhauptstadt und dann zu den Minen gebracht. Dafür bekam der Häuptling 10 Francs pro Arbeiter. Auch 1920 ist der Gebrauch der Chicotte, der Peitsche, immer noch legal. Benutzt wird sie sogar bis 1959. Jeden Morgen riefen wir die Leute aus dem Dorf zusammen. Dann kamen die Gefangenen. Sie wurden vor allen ausgepeitscht. Die Leute sollten sehen, wenn du nicht machst, was ich sage, nicht die Baumwolle pflückst, nicht an der Straße arbeitest, dann wirst du auch ausgepeitscht. So schürte man Angst. Der Kongo ist sozusagen mit der Peitsche geschaffen worden. Wie viele Menschen während Leopolds Herrschaft starben, das hat sie keiner gezählt. Aber 1919 gab es Schätzungen einer offiziellen belgischen Kommission. Im Zeitraum von 40 Jahren soll danach die Bevölkerung des Kongo auf die Hälfte geschrumpft sein. Die Frage ist, was die Hälfte der Bevölkerung bedeutet. 1921 lebten noch 10 Millionen Menschen. Wenn das die übrige Hälfte ist, waren es vorher 10 Millionen mehr. Ein Großteil dieser 10 Millionen ist zu Beginn der Kolonialisierung und während des Kautschuk-Terrors gestorben. Le père Boulard, Edmond Boulard, arrivé en 1931. Pater Edmond Boulard kam 1931 in den Kongo. Er war schockiert darüber, was die weißen Kolonialherren aus dem Land gemacht hatten. Er begann, die Namen der Menschen, die dem Kautschuk-Terror zum Opfer gefallen waren, aufzuschreiben. Ganze Familien hatte man umgebracht. So zum Beispiel aus dem Ikanza-Clan. Bangonzo, der im Krieg mit einem Pfeil getötet wurde. Im Gefängnis erhängte sich Lekoka. Efoloko und Etale wurden in diesem Krieg getötet. Die Tochter Dua erschossen. Jules Marchal ist in den 40er Jahren Kolonialbeamter im Kongo, erfährt aber zunächst nichts über die mörderische Vergangenheit. Erst 1970, als Botschafter in Liberia, liest er einen Artikel darüber. Da stand etwas von 10 Millionen Schwarzen, die wir in der Zeit Leopold II. Getötet haben sollten. Ich war empört und bat den Außenminister um Informationen, um mit einem Leserbrief die Ehre meines Landes zu verteidigen. Aber ich bekam keine Antwort. Das gab mir zu denken. Ich hatte damals von all dem nichts gewusst. So wenig wie die belgische Öffentlichkeit. Die Archive sind grundsätzlich nicht verpflichtet, etwas herauszugeben, wenn es dem Ruf Belgiens schaden könnte. Nun, das hier war alles schlecht für den Ruf Belgiens. Also zeigten sie mir gar nichts. Erst 1983 kann Marchal eine aufschlussreiche Gerichtsakte einsehen, die die Feuer König Leopolds überlebt hat. Wie schon vor ihm Morel, veröffentlicht auch Marchal seine Entdeckungen, die in Belgien auf Unglauben und Abwehr stoßen.
Ende der 50er Jahre war der Kongo extrem abhängig vom Weltmarkt. Es hatte keine grundlegenden sozialen und politischen Verbesserungen gegeben. Belgien ließ den Kongolesen keinen Raum für eigene politische Verantwortung. Und so gab es auch keine politische Kraft im Kongo, die in der Lage gewesen wäre, die Macht zu übernehmen. Die Wut der Kongolesen findet ihre Stimme in dem charismatischen Nationalisten Patrice Lumumba. Er spricht sich für einen geeinten Kongo aus und bekämpft die Geister Leopolds. All die Konzessionäre und Firmen, die das Land ausbluten lassen. Sofort war klar, wenn es Lumumba gelingen würde, sein Land von den Fesseln der Kolonialisierung zu befreien, wäre das ein Zeichen für alle Völker Afrikas, von Katanga bis nach Südafrika. Die belgischen Kolonialherren wollten den Kongo auf keinen Fall aufgeben. Die Belgier planen eine 5-jährige Übergangszeit bis zur Unabhängigkeit. Für die Kongolesen eine neuerliche Hinhaltetaktik. Sie reagieren wütend und ihre vehemente Forderung nach Selbstbestimmung setzt Belgien unter Druck. Im Herbst 1959 sitzt Lumumba wegen antikolonialer Umtriebe im Gefängnis. Anfang 1960 wird er entlassen und direkt nach Brüssel geschickt, wo er an den Unabhängigkeitsverhandlungen, dem Runden Tisch, teilnimmt. Nach Beendigung der Verhandlungen gibt es eine demokratische Wahl. Lumumba wird zum Premierminister gewählt. Im Juni 1960 reist König Baudouin von Belgien nach Leopoldville, um den Kongo offiziell in die Unabhängigkeit zu entlassen. Stellen Sie sich vor, Tausende von Kongolesen feiern ihre lang ersehnte Unabhängigkeit und müssen Baudouins herablassende und beleidigende Rede ertragen. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Lumumba reagierte sofort. Er war außer sich über den paternalistischen Ton der Rede und beschloss, die Dinge gerade zu rücken. Congolais, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nerfs. Er machte in seiner Rede deutlich, wie der belgische Kolonialismus funktionierte. Und das wollten die Belgier nicht hören. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodant pour les uns, cruel et inhumain pour les autres. Lumumbas Rede alarmiert die westliche Welt. Ihm reicht es nicht, Afrika von seiner kolonialen Vergangenheit zu befreien. Er will auch die wirtschaftlichen Ketten sprengen. Mein Vater war ein Nationalist, der sein Land liebte und sehr jung zum Märtyrer wurde. Lumumba war zwar klar, dass er den Belgiern entgegenkommen musste, aber er begriff nicht, wie sehr man ihn und seinen Nationalismus in Zeiten des Kalten Krieges in die Nähe der Kommunisten rückte. Er war kein Kommunist. Ich bin keine Kommunistin. Es geht um Information.
All das bestätigte nur ihre Ängste. Sie wussten, Lumumba würde sich nicht manipulieren lassen. Er war kein neokoloniales Schaf. Er war nicht bereit, die Interessen seines Volkes zu verkaufen. Er sagte zum Beispiel, ich werde mit jedem zusammenarbeiten, der unsere absolute Unabhängigkeit akzeptiert. Dabei ist mir die USA genauso recht wie die Sowjetunion. Das jagte Eisenhower richtig Angst ein. No single country, even one so powerful as ours, can alone defend the liberty of all nations, threatened by communist aggression from without or subversion within. Mutual security means effective mutual cooperation. When Eisenhower ordered killing Eisenhower befahl Lumumba zu töten. Gleichzeitig gab der belgische Premier den Auftrag, einen Putsch gegen ihn zu organisieren. Beide kamen also zur selben Lösung. Came to the same conclusion. Lumumba würde alles daran setzen, die Ausbeutung des Kongo zu beenden. Eine schreckliche Vorstellung für die westlichen Staaten. Ich glaube nicht, dass die Rede bei der Unabhängigkeitsfeier Lumumbas Schicksal besiegelt hat. Das geschah schon viel früher. Er durfte nicht an der Macht bleiben. Ein paar Tage nach den Feierlichkeiten gab es einen Aufstand in der Armee. Da hat Mobutu schon mit belgischen und amerikanischen Sicherheitsbehörden zusammengearbeitet. Die CIA wollte Lumumba töten, aber Amerika sollte auf keinen Fall mit der Ermordung in Verbindung gebracht werden. Deshalb suchten sie Kongolesen, die die Drecksarbeit für sie erledigten. For them. Der geeignete Komplize ist schnell gefunden. Ein ehemals enger Vertrauter Lumumbas, Armeechef Joseph Mobutu, verbündet sich mit dem Westen, um selbst an die Macht zu gelangen. Die belgischen und amerikanischen Geheimdienste arbeiteten eng zusammen. Sie fanden Lumumba und Mobutus Soldaten nahmen ihn gefangen. Auch die UN spielte eine wichtige Rolle bei der Gefangennahme Lumumbas. Die UN war im Kongo präsent, weil man eine Abspaltung der Provinz Katanga befürchtete. Ein Gebiet mit für den Westen lebenswichtigen Rohstoffen. Belgien und Amerika nutzten die instabile Situation geschickt für ihr Ränkespiel. Die Blauhelme waren im Kongo, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Lumumba war der rechtmäßig gewählte Premier und trotzdem schließt die UN den Flughafen, sodass Lumumba keine Soldaten zur Hilfe holen kann. Und sie stoppt den Radiosender, damit Lumumba sich nicht an die Bevölkerung wenden kann. Lumumba wird mit zwei politischen Mitstreitern nach Katanga gebracht, dort mehrere Stunden verhört und gefoltert. Schließlich werden alle drei erschossen. Zwei belgische Polizisten entsorgen später die Leichen. Sie zerhacken die Körper und lösen sie in Säure auf. Got them dissolved in sulfuric acid. Ich habe nur eine vage Vorstellung davon, wie es gewesen wäre, wenn sie ihn nicht getötet hätten. Er kämpfte für Demokratie, für soziale Gerechtigkeit und für eine politische und ökonomische Entwicklung unseres Landes. Diese Regierung war für mehr als 40 Jahre die einzige, die vom Volk gewählt wurde. Wir mussten mit den Folgen des Mordes leben. Die Demokratie ist damals mit ermordet worden. Lumumbas Tod löst Demonstrationen in der ganzen Welt aus.
In Belgien kommt es zu Hunderten von Festnahmen. Für den Kongo ändert sich nichts. Dort macht der neue Herrscher ganz im Stil der alten Kolonialherren weiter. Mobutu regiert mit brutaler Gewalt. Die USA unterstützen seine Bemühungen, mit aufständischen Rebellen kurzen Prozess zu machen. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. The period from 1960 to 19 Zwischen 1960 und 68 und auch noch später drehte sich alles darum, Mobutu an der Macht zu halten. In dieser Zeit hat es unvorstellbare Massaker gegeben. Mobutu und seine Gefolgschaft bedienen sich so skrupellos aus der Staatskasse, dass der Staat zeitweilig zusammenzubrechen droht. 30 Jahre lang finanzieren die USA Mobutus Regime, mit katastrophalen Folgen für den Kongo und ganz Afrika. Für mehr als $1 Milliarde bekommt Amerika ein Regime, das sich als antikommunistische Bastion und als sichere Basis für CIA und französische Geheimdienstoperationen bewährt. Das Einzige, was Mobutu dem Kongo gibt, ist ein neuer Name. Zaire is among America's oldest friends, and its president, President Mobutu, one of our most valued friends. The entire continent of Africa. And we are proud and very, very pleased us today. Thank you, sir. Mit der Ermordung Lumumbas gelang es den westlichen Mächten, einen eigenständigen, zivil regierten Kongo zu verhindern. Jetzt mussten sie nur noch einen Diktator finden, der das Land zusammenhalten und die Ausbeutung in alter Manier weiter betreiben würde. Und den hatten sie mit Mobutu, bis er 1997 abgesetzt wurde. Die Auswirkungen dieser Zeit sind heute noch zu spüren. 1997 nimmt der Rebellenführer Laurent Kabila die Hauptstadt Kinshasa ein und erklärt sich zum Staatsoberhaupt. Die Paläste Mobutus werden geplündert, seine Soldaten hingerichtet. Mobutu selbst entkommt. Mit gestohlenen Reichtümern, dem Zugriff auf enorme Bankkonten in Übersee und Besitztümern in der ganzen Welt. Im selben Jahr noch stirbt er in Marokko an Prostatakrebs. Sein Privatvermögen wird nach Inflation auf mehr als 2,5 Milliarden Euro geschätzt. Sein Anwesen in Südfrankreich befindet sich nur wenige Kilometer entfernt von Leopolds Schloss am Kap Ferrat. Zu Beginn seiner Präsidentschaft verspricht Laurent Kabila Veränderung. Aber auch er enttäuscht sein Volk. Die angekündigten Wahlen finden nie statt. Ruanda und Uganda versuchen ihn zu stürzen. Mehrere südliche Nachbarländer eilen daraufhin der Regierung Kabilas zu Hilfe. So beginnt 1998 der sogenannte Afrikanische Weltkrieg. Es gab Zeiten, da marodierten mehrere fremde Nationalarmeen gleichzeitig durch den Kongo. Keiner wusste genau, gegen wen er eigentlich kämpfte. Aber den Soldaten war das sowieso egal. Hauptsache, es gab ordentlich was zu plündern. In den 80er und 90er Jahren haben die Kongolesen örtliche Verwaltungen aufgebaut.
Sie schürften Gold, ernteten Kaffee und schmuggelten alles über die Grenze nach Uganda oder Ruanda. Bewaffnete Banden zogen durchs Land. Ganze Dorfgemeinschaften wurden vertrieben und bauten eigene Bürgerwehren auf. 2002 hatte dann wirklich jeder Kerl über 12 ein Gewehr. Es ist unglaublich, wie die ganze Gesellschaft sich militarisierte. Im Januar 2001 wird Laurent Kabila von einem seiner Leibwächter umgebracht. Das darauffolgende Chaos nutzen die Weltmächte für ihre wirtschaftlichen Interessen. Tja, eigentlich ist es wie zu Leopolds Zeiten. Es wird völlig unkontrolliert ausgebeutet. Heute geht es vor allem um Coltan, ein Erz, das für Handys und Computerchips gebraucht wird. Es ist unverzichtbar im Bereich der Kommunikation, dem weltweiten Transport und der Verteidigung. 70% der weltweiten Reserven befinden sich im Kongo. Seit 1994 ist Coltan im Westen immer bedeutender geworden. Das führte zu einem völlig unkontrollierten Run aller bewaffneten Gruppen auf das Erz. Allen voran, die Uganda und Ruanda. Die Minenarbeiter können mit dem Rohstoff, den sie fördern, nichts anfangen. Keiner von ihnen wird je ein Handy oder einen Computer besitzen. Coltan ist radioaktiv und die Arbeiter werden davor gewarnt, das gesammelte Gut in der Hosentasche zu lassen, da das zu Sterilität und Krebs führen kann. Kinder von Minenarbeitern, die Säcke voller Coltan zu Hause lagern, werden häufig mit Missbildungen geboren. Wir wissen, dass alleine in den Provinzen Kivu und Äquateur mehr als 3 Millionen Menschen Militäraktionen zum Opfer gefallen oder an Hunger gestorben sind. Diese extrem hohen Zahlen sind zurückzuführen auf die andauernde Ausbeutung des Landes durch ungezügelten Kapitalismus. Was auch immer passiert, es geht nur um Profit. Im Juni 2003 gründet die UN ein Forum, das den wachsenden Missbrauch im Kongo untersuchen soll. Ich gehörte diesem Expertenforum der UN an. Es nannte sich Forum über die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und anderer Reichtümer in der Demokratischen Republik Kongo. Es ging um die Ausbeutung und ihre grässlichen Folgen, die für den Konflikt, den Krieg hier verantwortlich sind. Meiner Meinung nach haben Bürgerkriege übrigens immer wirtschaftliche Hintergründe. Ich denke, auch für Gier und Profit muss es eine Grenze geben. Das UN-Forum hat das aufgezeigt. Man darf keinen Krieg benutzen, um Profite zu machen, wenn Menschen darunter leiden, wie sie es im Kongo tun. Was das für Firmen sind? Manche sind kriminelle Banden, die gibt es überall. Aber auch terroristische Organisationen mischen bei dem Geschäft mit. Es ist wie bei der Hisbollah. Auch bei ihr sind oft politische und wirtschaftliche Interessen und Aktionen kaum auseinanderzuhalten. Dann haben wir noch die Militärregime der Nachbarländer, denen aufgefallen ist, dass sich so viel besser Geld machen lässt als mit Steuern und Entwicklungshilfe. Und dann noch die internationalen Konzerne, die immer sagen, wie viel sie für das kongolesische Volk tun. Aber wenn man genauer hinsieht, spielen auch sie eine schändliche Rolle. Ich bin froh, dass das Forum die Konzerne, die das Land ausbluten, benannt hat. 157 Namen.
Damit kam endlich was in Bewegung. Alle diese Firmen machen sich mitschuldig am Schicksal des Kongo. Auch Banken sind dabei. Die Produktionskosten lassen sich am einfachsten senken, indem man die Arbeiter zur Arbeit zwingt. So kriegt man die Diamanten und das Gold viel billiger, als wenn man die Arbeit fair bezahlen würde. Die meisten Konflikte, die die Welt erschüttern, werden durch ökonomische Faktoren ausgelöst. Deshalb sind sie auch nicht mit Friedensverträgen zu lösen. Man kann sie nur lösen, indem man die Konzerne, die Handelsfirmen und die Minengesellschaften zur Verantwortung zieht. Nach der Ermordung Laurent Kabilas tritt sein Sohn Joseph die Nachfolge an. Der neue Präsident ist jung, aber kampferprobt. Er regiert ein Land, das 32 Jahre unter dem Terror des Krieges gelitten hat. Im Gegensatz zum Vater versucht er, mit einigen der Feinde zu verhandeln. Jeder von ihnen hat eigene militärische Stützpunkte und mächtige Verbindungen im Land. Jean-Pierre Bemba ist Kongolese, gehört zum Mobutu-Clan. Er ist ein Rebellenführer, gegen den vor dem Internationalen Gerichtshof Klage eingereicht worden ist. Es ist kein Geheimnis, dass das kongolesische Volk nie von seinen Naturschätzen profitiert hat. Stattdessen haben sich die, die an der Macht waren, immer alles eingesteckt. Im Januar 1999 organisiert Jean-Pierre Bemba, Anführer der Bewegung zur Befreiung des Kongo, eine so gewaltige Plünderung der Kaffeefelder des Landes, dass die Société de Café, der größte Kaffeeanbauer im Nordosten des Landes, Konkurs anmelden muss. In der Gegend, die ich kontrolliert habe, gab es fast nur Wald. Und keine Naturschätze, aus denen man hätte Gewinn schlagen können. Das UN-Forum hingegen dokumentiert, dass Bemba in seiner Provinz Equateur die Soldaten anwies, systematisch die Banken auszurauben, wenn sie einen Ort eingenommen hatten. Im Bericht der UN wird erwähnt, dass 5 Milliarden Dollar unterschlagen worden sind. Um sein Land zu stabilisieren, will Joseph Kabila Schuldenerlasse von der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds, den USA, Frankreich und Belgien erwirken. Auch verschiedene Rebellenführer werden in die Regierung eingebunden. Wissen Sie, die Situation hier ist so schrecklich, dass es den Leuten ziemlich egal ist, ob die politischen Führer legitimiert sind. Die Leute wollen endlich ein bisschen wirtschaftliche Entwicklung, ein wenig Frieden. Und sie sind bereit, Joseph Kabila zu unterstützen, wenn er ihnen das bietet. . 2006 wählt das kongolesische Volk Joseph Kabila zum Präsidenten. Sein größter Konkurrent Jean-Pierre Bemba verlässt nach weiteren Kämpfen 2007 das Land.
Es war Zeit, dass das Volk auf die Straße ging und für seine Rechte kämpfte. Ich glaube, das ist den Leuten nicht bewusst gewesen. Der Kongo ist einfach zu reich, als dass man ihn seinem Schicksal überlassen könnte. Zu viele Mächte haben größtes Interesse daran, ihren Daumen auch weiterhin auf diese enormen Reichtümer zu halten. Das war zu Leopolds Zeiten so und das ist heute immer noch so. Kriege, Krankheiten, Zwangsarbeit und Hunger. Der Schattenkönig Leopolds verfolgt den Kongo bis heute. Es heißt, 3,4 bis 4 Millionen seien in den Wirren des Bürgerkriegs gestorben. Das ist eher untertrieben. Dasselbe gilt auch für die Zeit Leopolds. Es ist immer dasselbe. Die Sterberate ist so hoch, weil die Opfer ihre eh schon geringen Nahrungsreserven an die Täter abgeben müssen. Ein Kind, das heute dort geboren wird, hat eine Überlebenschance von gerade mal 30%. 2003 hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag sich als allererste Untersuchung die Menschenrechtsverletzungen im Kongo vorgenommen. Endlich wird der Schatten über dem Kongo gelichtet. Mehr als 65% unserer Bevölkerung ist jünger als 15 Jahre. Und selbst die, die heute 30 sind, haben in der Schule nichts über den Terror gehört. Die meisten kennen noch Namen, aber wenn man sie fragt, was damals passiert ist, haben sie keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Belgien sich jemals für die Tragödie der Kautschuksammler entschuldigt hat. Ich weiß nur, dass sie sich für die Ermordung Lumumbas beim Volk des Kongo und meiner Familie entschuldigt haben. Die belgische Königsfamilie, das ist eine Sache für sich. Sie ist unangreifbar. Sie hält sich immer aus allem raus und gerät nie in die Schlagzeilen. Die Demokratie, das belgische Parlament, müsste eher Licht in die Angelegenheit bringen. Es ist sehr schwierig und es dauert, das Land wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Aber wenn wir Kongolesen nicht daran glauben, wer sonst? Ich bin überzeugt, dass unser Land nicht nur reich an Bodenschätzen ist, die gibt es auch. Aber vor allem sind unsere Menschen etwas ganz Besonderes.
Kankan, Häuptling, erschlagen. Italia Uso, Mann, erschossen. Efoloko Zambe, Mann, erschossen. Lekoka, Junge, erschossen. Umpuloko, Mädchen, erschossen. Manjangu, Mann, erschossen.